Tag zusammen, DJ Vincent aus Frankfurt. In meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich von dieser Videoqualität zu dieser Videoqualität gekommen bin. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie ich das umgesetzt habe, damit ihr das auch zu Hause nachmachen könnt. Das erste, was ich verändert habe, ich habe mir eine neue Kamera gekauft und das ist auch schon das, was ihr gerade mit dem Bild wahrnehmen könnt. Das hier ist meine alte Kamera, eine Sony DSC-W830. Die hat zwar angeblich 20,1 Megapixel, kann aber nur in 720p aufnehmen. Und die Kamera, die ich jetzt benutze, ist eine Canon G7X Mark II. Die kann in 1080p aufnehmen. Bisher habe ich meinen Keller hier nur mit so einer Neonröhre beleuchtet. Ich habe mir gedacht, das geht ein bisschen besser. Und das Erste, was ich geändert habe, ist das Frontlicht. Um ein Frontlicht zu verändern, habe ich hier die Neonröhre ausgestellt und ich habe mir eine Softbox gekauft. Eine 50x70 cm Softbox mit so einer Energiesparlampe da drin. Die habe ich bei eBay Kleinanzeigen für 5 Euro gekauft. Und diese Softbox steht jetzt leicht auf dieser Seite von der Kamera, also ein bisschen weiter rechts von mir aus, links von euch aus gesehen. Und die gibt ein sehr, sehr weiches Licht. Ihr seht den Schatten hinter mir, der ist sehr, sehr weich gezeichnet. Und vor allen Dingen, sie leuchtet mich von vorn an und nicht von oben. Im zweiten Schritt habe ich auf diese Seite zwei 5x5 Watt Flatpas von Lightmix gesetzt, auf einem Stativ. Die beleuchten diese Seite des Hintergrundes. Um ein bisschen Kontrast reinzubringen, habe ich auf diese Seite zwei 5x5 Watt Flatpas auch wieder von Lightmix gesetzt, allerdings in einer anderen Farbe. Da sind sie in Blau eingestellt, hier sind sie in Orange eingestellt. Und damit ich nicht nur von dieser Seite von der Softbox angestrahlt werde, habe ich mir hier auch auf das Stativ ein LED-Panel von Numa gesetzt. Ich glaube, das heißt 176 oder 167. Link mache ich euch auf jeden Fall in die Beschreibung, um diese Seite von mir auch noch ein bisschen anzuleuchten. Ich denke, man kann sehen, dass die Bildqualität um einiges besser geworden ist. Aber da geht noch ein letzter Trick. Um mich selber noch ein bisschen vom Hintergrund abzusetzen, habe ich hier hinten so eine LED-Leuchte dran gebaut, die so ein bisschen auf meinen Hinterkopf strahlt, beziehungsweise an mir runter, damit der Kontrast zwischen mir und dem Hintergrund noch ein bisschen größer ist. Hier oben habe ich noch meine andere Kamera dran geschraubt, das ist die Samsung NX1000, die wird mittlerweile schon gar nicht mehr hergestellt. Die kann aber genauso wie die Canon in Full HD aufnehmen, also sprich in 1080p. Und hat einen APS-C-Sensor und alles, was ich hier auf dem Tisch mache, kann ich mit dieser Kamera hervorragend aufnehmen. Ganz tolle Bildqualität. Allerdings hat die nicht so einen guten Autofokus wie die Canon. Darum nehme ich die Canon als Frontkamera und diese Kamera für alles das, was ich hier auf dem Tisch zeigen will. Ich denke, man kann sehen, dass die Bildqualität von meinen Videos sich hier um einiges verbessert hat. Alleine mit der Softbox super toll, für 5 Euro ein absoluter Hammer. Und ansonsten habe ich halt das benutzt, was ich schon habe, also sprich Flatpas. Die blau eingestellten Flatpas kommen, glaube ich, auf der Seite nicht so gut zur Geltung wie die beiden orangefarbenen Flatpas, aber ich arbeite halt noch ein bisschen dran. Wenn euch das neue Video-Setup gefällt hier unten in meinem kleinen Kellerstudio, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und auch über einen kleinen Kommentar, wie ihr vielleicht eure Videos aufnehmt. Außerdem würde es mich wirklich mal interessieren, was für Themen euch interessieren und was für Themen ich vielleicht in meinen nächsten Videos mit bearbeiten soll. Alle weiteren Videos werden natürlich auch in dieser Qualität gemacht. In diesem Sinne, bleibt gesund, DJ Vincent aus Frankfurt. Peace.